Erstes Kapitel, Wien, Sonntag, 17. April 2011, 5.56 Uhr. Rot auf Weiß. Zarte Tropfen auf Linoleum. Rot auf Weiß. Klebrige Fußabdrücke auf dem Bodenbelag. Eisengeruch erfüllt den Raum, der sich um sie zu drehen beginnt. Herbert Molerig kommt mit ausgestreckten Armen auf sie zu. Von der Spitze seines Zeigefingers löst sich ein Tropfen und fällt auf ihren Schuh, rot auf grün. Der Tropfen rinnt über das Leder und sammelt sich an der Kante des Zehenlochs, bis er überläuft. Die warme Flüssigkeit rinnt auf ihren Zeh und wird auf dem lackierten Zehennagel unsichtbar, rot auf rot. Jutta sieht auf. Ihr Magen krampft sich zusammen, als sie bewusst wird, dass Molerigs Hemd blutdurchtränkt ist. Wie ein nasser Sack klebt es an ihm. Rot auf blau wird zu lila. Aus glasigen Augen schaut Molerig sie an. Simon, Schwindel erfasst sie. Ein Pfeifton erklingt in ihrem Ohr. Sie versucht zu begreifen, was hier vor sich geht. Wessen Blut ist das, mit dem Herbert da besudelt ist? Was ist mit Simon? Aus Molerigs Kehle dringt nur ein heiseres Krächzen, dann knicken seine Knie ein. Auf allen Vieren hockt er auf dem Parkett und würgt. Jutta kniet sich vor ihn und schüttelt ihn an den Schultern. Was ist mit Simon? Ein lautes Klatschen folgt. Hat sie ihm wirklich ins Gesicht geschlagen? Warum sagt er auch nichts, sondern hockt nur am Boden und kotzt ihr Büro voll? Herbert! Sprich verdammt nochmal mit mir! Vertraute Hände legen sich auf ihre Schultern, ziehen sie vom Molerig weg, umarmen sie und flüstern ihr ins Ohr. Du musst jetzt stark sein, Mädchen. Es ist Georg Kunzes Stimme. Simon wurde niedergestochen. Das Bild verschwamm vor Jutas Augen bis auf einen roten Fleck im Zentrum. Ein blutiger Schuhabdruck. Im Dunkeln tastet sie nach ihrem Mann, bekam aber nur das kalte Laken zu fassen. Mit einem mit einem lauten Schluchzen vergrub sie ihr tränennasses Gesicht darin. Sein Geruch war längst verflogen. Sie blinzelte. Laut Leuchtanzeiger des Weckers war es 6 Uhr früh. Die Schlafmittel schienen jeden Tag weniger zu wirken. Sie war jetzt seit 4:30 wach und suhlte sich in den schönen Erinnerungen vor Simons Tod und den traurigen danach. Benommen stand sie auf. Mist, was klebt da an ihrer Fußsohle? Angeekelt schüttelte sie die Pizzaecke ab, die vom Abendessen übrig geblieben war, geriet aus dem Gleichgewicht und stolperte über den Berg aus Schmutzwäsche. Sie wankte ins Bad. Unaufhörlich strömten weitere Bilder durch ihren Kopf. Simon blutüberströmt auf dem Ambulanzbett, Simon bei der Hochzeit strahlend und glücklich, Simon an Schläuchen auf dem Bett der Intensivstation, Simon an ihrem letzten gemeinsamen Tag beim Essen, Simon im offenen Sarg. Das Klingeln des Mobiltelefons unterbrach ihre Gedanken, aber sie ließ die Mailbox anspringen. Die Kleidung klebte auf ihrer Haut. Müde schälte sie sich aus Shirt, Slip und Achselhemd. Gerade als sie in die Dusche steigen wollte, klingelte es erneut. Sie ging zurück ins Schlafzimmer und hob ab. Jutta Stern, es fiel ihr schwer, ihren Nachnamen auszusprechen, seinen Namen. Morgen, mein Sternchen. Jutta setzte sich auf den Bettrand. Georg Kunze, ihr Vorgesetzter und Partner beim LKA, war am Apparat. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Ich war schon wach. Schlechte Träume? Komm zur Sache, bitte. Ich bin nackt. Für Telefonsex haben wir leider keine Zeit, Jutta. Ich brauche dich hier, und zwar pronto. Was ist passiert? Tarek kramte sie in der Schublade ihrer Nachtkommode nach Kugelschreiber und Notizblock. Zieh es dir selbst an. Kretschmer hat dir die Leitung des Falls übertragen. Er konnte dich nur nicht erreichen. Er meint, es wäre Zeit dafür. Weihbischof Kreuz hat's erwischt. Ich gebe dir die Adresse durch und dann schwingst du deinen hübschen Hintern hierher. Ein Bischof? Ach du meine Güte. Jutta notierte sich schnell die Adresse. Ja, das kannst du wohl sagen. Und spar dir das Frühstück. Es wäre schade drum.